Und damit herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Am 6. Winter. Was haben wir so dabei? Die Slingshot, ein bisschen was zu essen. Zwei, drei Sachen zu essen gehen, denke ich noch. Und jede Menge Stuff zu tun. Yay. So. Hier. Klack. Nein! Ich wollte die doch eigentlich umsetzen. Fällt mir da gerade so ein. Wieso sagt er denn nichts? Mensch. Ah, so viel zu tun. Ich hoffe, ich vergesse nichts. So. Der Teil erstmal erledigt. Die müssten eigentlich gegossen zählen. Ja, sieht noch nicht so aus. Achso, die ist ja auch logischerweise gegossen. Wartet. Das muss ich noch machen. Den Brief muss ich noch lesen. Ah, ich hätte gleich einen Hopfen mitnehmen können. Mensch. Was bringt eigentlich so ein Ale? 20 Energie. Jetzt nicht super bad. Ich habe bloß noch für 6 Tage Hopfen. Und Wein habe ich, glaube ich, auch nicht. Also, nee, halt, ich habe sogar noch für 3 Tage Hopfen. Naja, was soll's. Jetzt nicht. Die wollte ich ja umsetzen. Ist jetzt vor Wut gleich wieder neu befüllt. Die sollten ja da runter, weil ich da oben den Weg umsetzen wollte. Clove. Okay. Das ist awesome, weil den brauche ich. Das brauche ich noch für irgendwas. Fürs Artisan Bundle brauche ich das noch. Achso, ja, übrigens Chest Labels habe ich mir jetzt installiert. Monster. Loot. Dann steht hier Monster Loot. Dann ist das hier Erz, Metall. Oder eher Rohmaterial. So. Klack. Das ist dann Bundlekiste 1, ja. Machen wir wirklich mal eins, weil ich davon so viele haben werde. Na, hallo? Achso. Da passt auch gerade nichts mehr rein. Das hier sind Ausrüstungen, Essen, eher so Richtung Sonstiges. So, das heißt aber, das hier ist Müll. Schreib's mal nicht mit Ü, weil ich nicht weiß, ob die Mod das supportet. Und das hier ist Farmzeug. So. Das ist aber auch nicht ganz so wichtig gerade. Das hier ist noch Bundle Stuff. Bundle 2 muss reichen. Was brauche ich denn für das Artisan Bundle? Artisan. Echt jetzt, weil da. Wow. Weil die Kiste da drunter war. Animal. Ach, das Artisan Bundle habe ich ja sowieso schon fertig. Und für das Animal Bundle brauchte ich Wool. Huch. Ja, Quality Crops. Spring Crops, Animal Bundle. Das wird alles auf jeden Fall noch das zweite Jahr dauern. Der Fischtank, das Bulletin Board müsste ich mir sowieso nochmal durchgucken. Fried Egg hätte ich sogar, aber die Marky Rolls habe ich nicht. Das Poppy habe ich nicht. So ein Fern habe ich auch nicht und einen Trüffel auch nicht. Das wäre machbar. Das wäre auf lang oder kurz irgendwie auch machbar.
Die Pomegranate habe ich, glaube ich, nicht mehr, aber den Rabbit's Foot, den Vine und den Oak Raisin würde ich haben. Nautilus Shell habe ich nicht. Wüsste ich auch nicht, wie ich jetzt auf Anhieb rankomme. Da machen wir aber uns mal ein anderes Gedanken und die Pantry, ja, die gibt das Greenhouse. Ach so, ja, wir konnten ja die Brücke jetzt. Die Brücke war ja freigeschalten. Okay, Brief. Ich habe da mal eine ganz komische Nachfrage hier, ne? Und zwar einen Amethysten, den soll Emily kriegen. Emily ist die Blauhaarige. Und einen Amethysten, das sollte machbar sein. Mensch. Amethyst ist nicht in der Bundle-Kiste, oder? Ne, der müsste hier liegen. What? Ich habe den erst verkauft. Oh, ich habe die alle verkauft. Ich habe keinen aufgehoben. Ist eigentlich echt lächerlich. Warum habe ich denn keinen Amethysten aufgehoben? Fuck. Nope. Ich habe keine Amethysten mehr. Ja, abort. Sorry. Kann ich nicht bringen. So, dann könnten wir jetzt in die neue Mine. Ich habe noch ein bisschen Zeug dabei. Öl, Bier, Jam, Pickles, Raisin. Was ich mal noch aufheben muss, oder was, um was ich mich kümmern muss, sind auf jeden Fall meine Tierchen. Boah, riesen Eier gelegt. So, 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, doch, wir gehen. Nein! Wir gehen langsam, aber sicher doch mal wieder ein bisschen auf Kohle. Der Heater steht dort nicht gut. So. Aber jetzt interessiert mich auch nicht mehr. Ich hab's ja gefüttert. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der nimmt immer übrigens automatisch so viel, wie Tiere da sind. Das finde ich ganz cool. So, einmal Milch. Oh, eine Large Milk. Zwei Large Milk. Da habe ich daneben gefasst. Plopp. So. Einmal überall ordentlich am Euter gezuppelt. Eine Milch bleibt übrig. Das ist aber wieder vollkommen okay. Da können wir uns wieder was Cooles zu essen draus machen. In die Fruchthöhle gucken wir nochmal. Da wird nicht angesaat. Ah. Hundi, mach mal Platz hier. Hundi, mach mal Platz hier. Hundi, echt jetzt? Nicht so günstig gebaut da oben. Muss man einfach mal zugeben. Ich brauche den Tepper. Da. Hier ist auch nichts. Doch, da. Da auch. Und hier ist nämlich auch nochmal ein Baum, den hätte ich ja extra dahingesetzt. Für den letzten Tepper, die werden auch langsam größer. Früchte scheint es im Winter nicht zu geben. Okay, da muss ich noch schnell in die Küche. In die Küche, in die Küche. Klick. Der Käse muss rein, die Mayo kommt mal rein, die Milch kommt rein. Der Rest nicht. Fackeln. Fackeln. Die packe ich dann erstmal beiseite. Das hier war Pflanzen. Im Großen und Ganzen geht es hier irgendwie um Pflanzen. Und das hier war Pflanzen 2. Ich glaube, das war damals so entstanden, weil ich so viel Platz brauchte. Pine Tar kann weg. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich.
Dann geht's jetzt in die Mine. Also in die neue. Ich gehe mal über die Brücke. Guck mal, was da so abgeht. Unterwegs guckt man natürlich wieder nach Würmchen. Ja, jetzt blöder Stein. Moment. Oder ist das eine Kohle? Oh, das sind sogar drei Kohlen. Drei Kohle ist nicht übel. Ich habe jetzt mittlerweile 36. Apropos. 15. Ich habe sonst keine Erze. Ich müsste. Oh, halt. Nee. Kann ich nicht umsortieren in der Kiste? Gut, wenn ich Organize drücke, macht das halbwegs sinnvoll. Bin ich ja nicht mal sauer. Wieso war da jetzt gerade. Ah, Rohstoffe ist zu lang. Aber nur oben für die Anzeige. Okay. Hab ich Kohle dabei. Bitte Gedanken zusammennehmen. Setzen wir hier nochmal an. Ich sollte mich vom Frühling auch um mehr Bienenhäuser kümmern. Brauche ich immer einen Iron Bar für und 8 Kohle brauche ich jedes Mal dafür. Alter. 8, 16, 24, 32. Holz geht noch. Da setze ich mal für 80 Holz Kohle an. Da müssten wir sowieso nochmal in die Minen, weil ich Kohle brauche ohne Ende. Wenn ich dann meine Bienenfarm fertig haben will. Wenn es denn dann soweit ist. Und ja, ich könnte eigentlich bis zur Mine fahren und bla, aber. Ich dachte mir, ich reite mal quer durch die Stadt, gucken mal, was so geht. Nix. Keiner soll da. Okay, es schneit, es ist kalt. Was wollen sie denn auch draußen? Halt. Ah, schöne Musik. Ach, ich bin. Ach. So sauer. Moment, kam ich nicht? Kam ich nicht auf der Seite bis hoch? Echt nicht? Mir war so, als käme ich auf der Seite bis hoch. Einmal außenrum. Halbe Stunde verschwendet. Ich irgendwas dabei? Nö. Nichts, was ich hätte abgeben können, wenn ich einmal hier bin. Krokus. Hatte ich das Foraging Bundle für den Winter schon abgegeben? Ach so, die hier, die fertig sind, werden hier gar nicht mehr angezeigt. Also habe ich es schon abgegeben. Kann ich alles vor. Toll, und der steht draußen am Feuer. Kann ich also alles, was mit Forwitching zu tun hat, ab sofort verkaufen. Ein Arrowhead, den könnte ich dann mal noch in die. In die Dings bringen. Und eine Ancient Doll. Ach, du ahnst es nicht. Hier hätte ich gern Rundumschlag mit der Spitzhacke. Hallo? Hat genau draufgehauen, ihr habt es alle gesehen, oder? Ja, ich räume erstmal den Weg frei. So. Hier oben gibt es jetzt einen neuen Mineingang, okay. Okay, der gehört nicht mehr dazu. Ganz kurz mal hier. Der gehört auch nicht mehr dazu. Ja, wir werden uns jetzt hier oben ein bisschen durchwemsen, um ein bisschen Platz zu machen.
Hier spawnen dann wohl auch immer wieder neue, wenn ich das richtig im Kopf habe. Neue Erze, neue Steine. Huch, huch. Bloß wie es aussieht, scheint kein Iridium mit zu spawnen. Wirklich nur das, was in der anderen Mine sowieso spawnt. Nur halt, dass man dazu nicht in die Mine muss. Um hier ein paar Erze rauszuholen. Sondern quasi einfach nur einmal sich hier oben durch, wo man muss. Was hier eigentlich sogar recht fix geht. Wie so eine Art Tagebau eigentlich. Eigentlich sogar ganz genau wie eine Art Tagebau, nur dass ich mich jetzt hier nicht nach unten graben muss und keinen fetten Bagger brauche. Das war ein Aquamarin, okay. Und jetzt habe ich die Quest schon abgebrochen. Weil ich so sauer war, dass ich kein Aquamarin hatte. Man könnte ihn ja jetzt aufheben, aber wahrscheinlich denke ich nachher nicht dran. Plop, plop. Hier ist ein Jade drin. Hey. Ja, da kann man schon 1-2 Tage verbringen. Wir gucken dann auch gleich mal oben rein oder ob das bloß ein neuer Punkt ist, wo jetzt dieser Minenkarren hält. Dass man quasi schneller zum Tagebau kommt. Plupp, plupp. Ah, da komme ich jetzt nicht hin. Immer nur 3 komme ich vor mich, ja. Mach mal hinten die Seite noch fertig. Gehen dann hier unten nochmal einen lang. Klock, 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 klock. So, jetzt gucken wir, dass wir noch alles mitnehmen, was hier von Wert ist. Da sind Würmer mittendrin. The Bone Flute. Okay. Gut, jetzt haben wir ja alles, was soweit von Wert ist. Du bleibst mal da vorne. Bus Stop Mines Town. Ja, ist einfach bloß nochmal ein neuer Ort, wo ich quasi jetzt hinfahren kann vom Bus Stop aus. Gut, dann machen wir das hier noch, bis es mir nicht mehr so gut geht. Ja, jetzt geht es mir nicht mehr ganz so gut. Hat aber seinen Zweck erfüllt. Das war auf jeden Fall gut was an Ärzten mitbekommen. Zweimal hier irgendwelche alten Sachen, die ich jetzt hoffentlich noch im Museum abgeben kann. Das ist nicht Emily. Das ist Abigail. Nicht verwechseln hier die beiden. Nicht, dass ich jetzt hier... Obwohl, den Amethyst hebe ich jetzt einfach auf. Falls nochmal so eine... falls nochmal so eine Quest kommt, dann habe ich einen. Nach unten, nach drüben, nicht nach unten, oben lang. Komm schon, das wird mega spät. Ja, komm schon, jetzt bleib halt nicht überall hängen. Komme ich da durch? Echt nicht? Absteigen. Laufen. Blödes, enges Zeug immer überall. Guck mal, bloß noch über die Hauptstraße, wenn man ein Pferd hat. Oh, Glück gehabt. Hat noch nicht zugemacht. Ich habe Stuff für dich. Und zwar hier eine Agent Flute, eine Agent Doll, Agent Spearhead. Ich habe eine Reward bekommen. Ein Flutblock. Wow. Wie furchtbar nutzlos. Energie habe ich sowieso nicht mehr. Der angelt sich da ein. Oh. Drache wechselt offensichtlich automatisch das Gebiet. Pub ist mal noch ein guter Ort zum Socializen. Da quatsche ich nochmal mit allen. Die ja so da sind. Hast du mal den komischen Turm im Westen besucht? Da kam mal so ein echt komisches Geräusch her. Würde ich nicht hingehen, wenn ich du wäre.
Ach so, ich sollte echt mal mit Fashion anfangen, wenn der Fluss schon so nah ist. Leia, hey Drake. Willst du mit mir über was reden? Ich würde wollen, aber... Du willst ja gerade nicht. Boah, 5 Herzen schon mit der Frau. Yes! Die Hälfte haben wir geschafft. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist mittlerweile doch eine ganze Menge geworden. Sandy? Sandy sagt mir ja gar nichts. Bist du ein guter Koch, Drake? Ich habe da eine Küche und ein paar Rezepte. Damit kannst du echt was Leckeres kochen. Zu Hause gekochte Sachen machen große Geschenke. Weißt du, wie man einen Bohnen-Eintopf kocht? Nö. Ich mag das Gericht. Yay. Ziemlich schwer, frische Sachen im Winter zu kriegen, ne? Ja, die Quest haben wir jetzt leider abgebrochen. Warum belästigst du mich? Lass mich alleine. Da hinten ist immer noch was hier, ja, da ist was. Vorsichtig sein. Gut, haben wir uns mal mit allen ein bisschen hier unterhalten, die so da sind. Aber das sind, glaube ich, auch relativ häufig die gleichen, die sich hier im Pub rumtreiben. Dem habe ich auch alles 0 Herzen. Da ist ein bisschen was Seltsames an den Leuten, die hier wohnen. Ich mag Sebastian, aber der ist so goffmäßig drauf, oder? Ach, ich verstehe das nicht. Sollte ich jetzt nicht machen. Gut, dann wackeln wir jetzt nach Hause. Ne, ich habe auch nicht großartig was dabei, was ich jetzt irgendwie noch sinnvoll hier verwenden könnte. Erze haben wir ein paar gemacht, ein bisschen Geld haben wir gemacht. Kohle haben wir, glaube ich, auch 2, 3 gefunden. Ja, Pieces of Hay, sehr gut. Nicht, dass das jetzt eine wichtige Info für mich gewesen wäre, aber... gut. So. Und habe ich eigentlich gleich, Golderz habe ich genug dabei für ein und Kupfererz habe ich sowieso genug dabei. Setzen wir gleich nochmal Batch Kupfer an. Also das kommt hier rein, das kommt da rein, das kommt rein, das und das und das und das, das und das, 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 das. Mehr nicht. Dann dieser komische Note-Block, der kommt dann mal hier hin. Da muss ich da vorbeilaufen. Oh, da macht er jeden früh das Geräusch. Ne, sorry, das kann ich euch nicht antun. Hier beim Verlassen. Beim Verlassen der Farm. Das ist meine Alarmanlage. So. Okay, das ist meine Alarmanlage. So, das passt. Da noch ein bisschen was rausnehmen. Da noch ein bisschen was verkaufen und dann sind wir für heute auch durch. Obwohl, die gibt ordentlich, die gibt gar nichts, außer ein bisschen Geld. Aber die hier, die hebe ich dann doch lieber mal auf. Die würde gut Lebenspunkte bringen. Gekümmert habe ich mich um alles. Hundi hat Wasser. Darum kümmere ich mich dann morgen. Gut, und damit sehen wir uns dann morgen wieder oder nachher oder wie auch immer. Macht's gut, bis dahin.